Ich bin Pia, ich bin 25 Jahre alt. Also ich habe einen Blog, der beschäftigt sich mit veganen Rezepten, so ein bisschen nachhaltige Gedanken, friedliche Texte und so weiter und heißt Kraftfutter. Und Kraftfutter kommt so ein bisschen aus dem Wortspiel von Kraftfutter ist ja eigentlich das für die Tiere, so in der Massentierhaltung. Und ich wollte den Begriff halt so ein bisschen anders bestücken. Also der Auslöser dafür, dass ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, war eigentlich, als ich 18 war, so ein Video über Massentierhaltung, weil ich gemerkt habe, nee, ich möchte eigentlich nicht, dass da Tiere für mich leiden oder sterben müssen. Und dann auch gemerkt, dass es halt auch viele andere Aspekte gibt, die jetzt nicht so cool sind, die ich nicht mit meinen Vorstellungen von Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit irgendwie vereinbaren kann. Und dann habe ich es versucht und hat funktioniert. Also wenn ich meine Lebensmittel auswähle, gucke ich in erster Linie halt, ob sie pflanzlich sind. Das ist ja dieser vegane Gedanke, dass sie auch sonst wirklich auch nachhaltig sind, weil auch vegane Produkte können nicht nachhaltig sein, wenn sie vom anderen Ende der Welt hier hingeflogen werden. Ich kaufe auf dem Markt, weil ich es irgendwie schön finde, möglichst gut nachzuvollziehen, wo meine Sachen herkommen, die ich so verarbeite. Und Markt macht Spaß, weil du kannst dann mit den Leuten quatschen, so ein bisschen nachfragen, was hat gerade Saison, was ist regional von hier und so. Deswegen. Also die Beweggründe für die Lebensweise an sich, was ja nicht nur auf Essen bezogen ist, sind einfach, dass ich mit allem, was ich tue und konsumiere, kein Leid irgendwie auslösen oder verursachen möchte. Ich hatte, glaube ich, auch durch das Studium bedingt total Lust, so einen stylischen, coolen Blog zu machen, also einfach auch auf die Ästhetik zu achten, und das ist gut da eingeflossen. Am Anfang war durchaus so eine kleine Hemmung von wegen, man tut halt was ins Internet, dann durchaus auch mal Sachen zurückbekommst, die nicht nur positiv sind, wo dann auch sowas kommt wie, boah, ihr Veganer nervt und keine Ahnung, bis dann halt zum ersten Mal die ersten Leute mir gesagt haben, dass sie davon irgendwie was nachgekocht haben, dass sie dadurch inspiriert wurden, und dann reicht schon eine Mail und du bist direkt so, oh mein Gott, deswegen mache ich das, damit es irgendwen halt erreicht. Verzichtet ist es nur so lange, wenn man sich darauf halt fokussiert, was alles wegfällt, aber man sollte darauf schauen, was halt alles dazukommt. Also an gutem Gefühl, an Dingen, die man neu entdeckt, beim Kochen zum Beispiel auch, also das kann ja alles so unfassbar lecker sein. Deswegen ist das für mich kein Verzicht. Ich mache heute so vegane Burger und ich mache jetzt so Kartoffelpatties anstatt Fleischpatties für die Burger. Während sie jetzt anbraten, forme ich schon mal die Burgerbrötchen. Ich glaube, ein Fazit kann auch sein, dass meine Motivation, diesen Lebensstil auch nochmal zu vertiefen und wirklich immer weiter nachzuforschen und zu gucken, was hinter Lebensmitteln steckt, hinter anderen Dingen, die wir konsumieren, also dass mir dabei geholfen hat, dass ich es öffentlich gemacht habe, weil dadurch du halt auch merkst, andere nehmen sich das auch an. Du bist eine Art Vorbild in dem Sinne auch und dadurch sozusagen, dass sich gegenseitig bestärkt.